Dann Selbsthilfeübungen für die Lendenwirbelsäule. Gebe mit dem Daumen einer Hand vorsichtig Gegendruck direkt neben den Dornfortsätzen der Lendenwirbel und pendle mit einem Bein vor und zurück. Mache dies Position für Position nach unten von L1 bis L5. Zusätzlich wird noch eine nach unten gleitende Druckgabe empfohlen. Versuche das Schwungbein zu wechseln, während weiter Gegendruck neben den Dornfortsätzen L1 bis L5 nach unten gegeben wird. Atme normal, bleibe entspannt und passe die Übung falls notwendig an, das heißt Druckintensität oder Bewegung des Schwungbeines. Die Druckgabe direkt neben den Dornfortsetzungen Richtung Mitte der Wirbelsäule und dann Position für Position nach unten voll L1 bis L5. Die Übung bitte immer auf beiden Seiten machen.